Hallo Fabian. Hi. Hallo. Ja, was soll ich sagen? Oh, alle Neune. Ja, alle Neune. Bist du jetzt auch noch Kaninchenprofi? Ab jetzt. Ab jetzt. Ne? Ja, ich glaube, du musst mir auch noch einiges beibringen. Mit Hunden funktioniert das irgendwie besser bei mir. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mich mit eurem sportlichen Wissen unterstützt. Kennt ihr euch mit Tiersportarten so ein bisschen aus? Na, bisher noch nicht so ganz. Ja, mit Kaninhopp. Jetzt schon, ne? Noch auf die Dressur. Das war eine unglaubliche Darbietung. Aber ich bin mir sicher, nach der Sendung kennen sich meine Gäste aus. Denn das erwartet sie heute Abend. Waren schon einige Lacher dabei, oder? Es wird auf jeden Fall sehr erstaunliche Dinge geben, die ihr auch als Sportprofis noch nicht so gesehen habt. Katrin, wie sieht's aus, haustiermäßig? Ein Hund. Einen Hund hast du? Ja. Wie heißt Lotte, der? Was ist das Lotte, 4 Jahre alt, eine Mischung aus Pinscher, Mops, Dackel und Terrier. Und wie ich dank Martin Rütter nun auch weiß, eine gehörige Portion Border Collie. Aha. Was die Sache, wenn ich das mal so sagen darf, nicht leichter macht. Aber ihr habt noch nicht zusammengearbeitet. Ah, habt ihr? Oh, doch. Wieso? Was ist mit Lotte los? Warum hört Lotte nicht? Nee, die ist super. Nee, das Verrückte ist ja, ich gehe mit diesem Hund tatsächlich jeden Morgen joggen. Und wir sind dann auch gerne mal eine Stunde unterwegs. Und ich komme nach Hause und es dauert 5 Minuten und Madame steht wieder vor mir, wie eine Eins. Und es kann schon wieder weitergehen. Und Martin hat mir eben geraten, dass ich das so ein bisschen Abwechslung auch reinbringen muss. Mhm. Auch, wir spielen jetzt demnächst auch Schach, weil für den Kopf muss auch was dabei sein. Und dann Frisbee eben. Und dann gucken wir mal, was wir Bin noch so gespannt. Alles. Wie ist es mit Lotte? Geht die gerne ins Wasser? Ja, also die Erpressermethode funktioniert zumindest immer. Wenn ich Stock schmeißen wir ja nicht mehr, weil Martin hat ja gesagt, wir schmeißen jetzt nur noch Frisbee. Okay. Und wenn wir Frisbee schmeißen, dann ist sie sofort drin. Und sie schwimmt dann auch ein Stück. Können eigentlich Hunde von Anfang an schwimmen oder müssen die das lernen? Noch? Ach, bestimmt. Irgendwo, ja. Ich meine, jetzt haben wir kein Meer irgendwie in und um München. Ihr lernt jetzt erstmal Schach spielen danach. Erst werden sie Schach spielen und dann machen wir das Surfen. Aber was ich so lustig finde, die haben ja keine Mimik, die Hunde. Ich habe lange überlegt, warum die so komisch aussehen. Ach, weil die einfach, ja, sie zeigen ja keine wahre Freude, sondern die stehen da und haben immer diesen gleichen dämlichen Gesichtsausdruck dabei. Und dieses Surfbrett durch die Riesenbrecher durchfährt. Ja. Und der Hund steht einfach völlig konsterniert drauf. Finde ich saulustig. Also könnte ich Stunden. Konzentriert ist das richtige Wort. Ich glaube auch. Ich bin ja der Erste, der immer schreit, oh Gott, die armen Hunde, wenn irgendwas ist. Das macht denen Spaß. Aber die Hunde waren denkbar ungestresst. Also der Boxer jetzt extrem, der klettert immer selber drauf. Aber eine Stressmimik würde man erkennen. Mhm. Der würde anfangen zu hecheln, der kriegt Stressfalten. Das siehst du dann tatsächlich. Und die hatten alle Spaß wie Bolle. Ich habe wirklich eine sehr lustige Geschichte zum Thema Surfen. Es ist 100.000 Jahre her und ich war völlig dekadent auf den Malediven, es war irgendwann nach dem Abitur und bin dann also mit diesem Surfbrett raus und irgendwann hat es mich fürchterlich zerlegt und ich bin im Wasser und tauche auf und sehe vor mir ein kleines Boot. Uns gucken 2 Herren über dieses Boot rüber und fragen, ob alles in Ordnung ist. Und ich so, haha, natürlich. Und es war mir so ein bisschen peinlich. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, den Typen, den kennst du irgendwoher, wer ist denn das? Und kam aber nicht drauf. Dann bin ich zur Insel zurück. Und dann hieß es am gleichen Abend, Boris Becker ist auf der Nachbarinsel. Und da dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, wer heute Nachmittag Zeuge wurde dieses dramatischen Zwischenfalls. Ja, das waren meine Surferlebnisse. Ich habe schon länger nicht mehr drauf gestanden. Konntest du ihm diese Geschichte irgendwann noch mal erzählen? Habt ihr euch noch mal getroffen? Ja, wir haben uns tatsächlich ein paar Glück dazu. Hi, Boris. Am besten fand ich natürlich den breakdancenden Gorilla, ja? Oder fandst du, glaube ich, auch gut den Kakadu mit der ausgeklappten Haube? Ja, und vor allem, die müssen dem das ja auch vormachen. Also kein Hund kommt von alleine auf die Idee, eine Hauswand hochzulaufen. Bist schon. Bist du und Lotte, jetzt seid ihr schon wieder raus, ja, oder? Wir sind raus. Ärgerlich. Ja, aber wir lesen ja sowieso lieber. Aber es ist schon unglaublich, oder? Ja, toll. Was Hunde alles lernen können. Aber die haben ja auch, also ich sag mal, das ist eher Fabian, so ein Hund. Das ist ja auch so ein Kraftpaket. Mein Hund ist eher so ganz, ganz filigran. Wenn es nur daran liegt. Boah, ja, unverschämt, der Kerl. Oder hast du schon mal mach mal ein Salto. Ich kann das ja überhaupt nicht. Ich bin ja absolut schlecht. Ja, genau, kommt da aus dem Publikum. Was soll das denn jetzt? Ich versuche die Runde ein bisschen aufzulockern, meine Damen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt eine schlechte Überleitung. Sensationell. Ja. Ich möchte bitte antworten. Ja. Nee, also ich weiß nicht, ich habe Pferde, ich hatte früher immer so Rennwagen in meinem Zimmer hängen auf Postern. Ich war nie so dieses Pferde. Ich habe einmal auf dem Pferd gesessen und bin dann gleich auf der anderen Seite wieder runtergeflogen. Das war's dann. Nee, war ich also nicht so.
Gut, aber beim nächsten, bei der, nein, ich, was ich sagen will, bei der nächsten Sportart, da kannst du auf jeden Fall viel zu sagen, denn es geht um Platz 2. Kletterhund Biscuit, wirklich beeindruckend, aber auch die Ziegen im Baum fand ich sehr schön. Das waren die tierischen 10 für heute mit den verrücktesten Tiersportarten. Ich bedanke mich bei Katrin Müller-Hohenstein, bei Fabian Hanbüchen und bei Martin Rütter. Klettern müssen Sie nicht, aber nicht vergessen, immer schön die Schnauze feucht halten. Tschüss! Ja, vielen Dank. War sehr lustig. Danke.